Ich bin Pastor Johann van Wyk. Ich begrüße euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Heute machen wir weiter mit der Reihenfolge von Bibelstudien genannt. Warum ist es notwendig zu prüfen, ob man tatsächlich errettet worden ist? Und wie sollte jeder dies feststellen? Diesbezüglich vervollständigen wir heute Bibelstudium Nummer 15. Der Titel davon klingt so: All Gottes wahre Söhne beten auf eine einzigartige Weise, wodurch es ans Licht kommt, dass Gott sich wahrlich errettet hat. Möge Gott sein Wort reichlich zu unseren Herzen und Gedanken segnen und seine Ziele und Zwecke dadurch erreichen. In den vorherigen paar Bibelstudien Wort des Trostes Nummer 1 bis 9 behandelt. Letztes Mal Wort des Trostes Nummer 9. Heute behandeln wir Wort des Trostes Nummer 10, die sich darauf bezieht, wie der Titel uns dies lehrt. Die wahre Söhne Gottes, diejenigen, ja, die er wahrlich errettet hat aus dem Sündenslamm, aus ihrem geistlich verlorenen Zustand, durch das mächtige Wirken seines Geistes, beten auf eine ganz andere Weise als alle verlorenen Menschen. Und du sollst dich selbst diesbezüglich prüfen. Was ich heute behandeln werde über das Gebetsleben und die Aspekte der die Prägung der Gebete der Erretteten, sollst du feststellen, ist dies wahr in meinem Fall oder nicht? Daraus sollst du schlussfolgern, dies dient als Wort des Trostes für mich, weil ich bete auf diese Weise, weil Gott mich auf diese Weise dazu umgewandelt hat, um so beten zu können und es in der Tat zu tun. Deswegen erfahre ich immer mehr das glückselige Wissen. Er hat mich errettet aus dem Sündenslamm, weil diese Merkmale auch das Merkmal von auf eine ganz neue Weise Gottgewollte, in Gottgewillte Weise beten, hat er mir geschenkt und wird er immer noch in mir und durch mich. Andererseits, alle diejenigen, die merken werden, mein Gebetsleben ist nicht so, wie ich es heute höre und gehört habe, werde bis zum Ende, sollte daraus schlussfolgern, dies ist kein Wort des Trostes für mich. Dies ist eine Warnung von Gott zu mir, eine Anspornung. Komme zu mir, ich kann dich auch retten. Dann wirst du auch ganz anders beten können. Dann wirst du nicht mehr beten, so genannt als geistliche Leiche, der noch in den Sündenland sich befindet, der noch ein böses Herz hat und so weiter. Ich habe das Wort so genannt erwähnt. Sie beten so genannt. Der Prediger, sehr bekannt und berühmt, J.C. Ryle, hat gesagt, die arme Verlorene, die geistliche Leichen sind, denken einfach, dass sie wahrlich beten. Aber wie könnte eine Leiche beten? Sie können doch nicht beten. Und sie können doch nicht mit ihrem bösen Herzen auf so eine Weise beten, dass sie Gott gefallen werden. Sie können doch nicht durch den Heiligen Geist geführt werden und sein, was ihr Gebetsleben betrifft. So. Heute sollst du feststellen, das Wort von heute als Wort des Trostes ist Wort des Trostes für diejenigen, die wahrlich errettet worden sind. Aber in meinem Fall als verlorener Mensch, der nicht dieses Merkmal habe, es ist ein Wort der Warnung und der Anspornung. Komm zu mir, ich allein kann dich retten, du kannst dich selbst nicht retten. Lass jeder die Anwendung diesbezüglich für sich selbst machen, wie es gebührt. Im Licht der Bibelstudium von heute. Wir fangen jetzt an mit Wort des Trostes Nummer 10 für die wahren Söhne Gottes. Als Wort der Warnung für die Verlorenen, die noch gerettet werden sollten. Als hauptsächlich Römer Kapitel 8, Verse 18 bis 25 haben wir bestimmte Merkmale festgestellt, die diejenigen, die Gott wahrlich errettet hat, haben und zeigen in ihrem Leben als die wahren Söhne Gottes.
dazu gehört Verse 26 und 27 in dem Kontext von den vorherigen Versen und von den Versen 28 bis 30 von Römer 8. So, wir werden hauptsächlich aus Vers 26 und aus Vers 27 feststellen, wie die wahren Kinder Gottes beten. Ich lese dies euch vor. 26, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Ich fange an. Merkmal Nummer 1. Der Gebete der wahren Erretteten. 26a. Ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollten. Jeder wahre Christ weiß Dinge, die die anderen nicht wissen, auch bezüglich seine Gebete. Er weiß, ich bin schwach im Gebet. Ich bin so schwach in mich selbst, ich kann nicht richtig beten. Spürst du dies als Merkmal ab der Zeit, dass du behauptest, Gott hat mich umgewandelt und zu neue Kreatur in Christus umgewandelt? Jede wahre Christ als wahre Sohn Gottes erfährt dies. Ich bin so schwach, ich kann nicht beten, wie ich beten sollte. Ich kann nicht, was den Inhalt meiner Gebete betrifft, richtig beten, weil mehrmals weiß ich nicht, was ich im Gebet erwähnen sollte. Und zweitens kann ich es auch nicht auf die richtige Weise tun. Ich fühle mich so schwach. Hast du diese Erfahrung? Weil dies bekomme ich noch mit hier aus Vers 26. Der Geist kommt unseren Schwachheiten zu Hilfe. Schwachheiten im Gebet. Erstens, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Mehrmals wissen wir nicht, welche Worte wir benutzen sollten. Worüber sollten wir beten? Zweitens, wie sich's gebührt. Mit Antworten auf die richtige Weise, mit der richtigen Prägung, mit den richtigen Emotionen und Ernst. Jeder wahre Sohn Gottes als neu erschaffener Mensch erfährt dies von Zeit zu Zeit. Was ist wahr von dir? Die anderen, im Gegensatz zu den wahren Söhnen Gottes, zu den wahren Erretteten, erfahren dies nicht mehrmals, beten sie einfach wie Roboter, fast mechanisch. Und sie denken nicht, ich bin schwach im Gebet. Sie denken, ich kann es schaffen. Und sie beten kaum. Merkmal Nummer 2. Der Heilige Geist kommt uns zu Hilfe. Es steht hier geschrieben. Ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheiten zu Hilfe. Und dies gemäß diesen zwei Versen, um richtig beten zu können. Weil jede wahre Christ hat doch als wahre Sohn Gottes den Heiligen Geist empfangen. Wir haben schon letztes Mal gemerkt, wir haben den Geist als Erstlingsgabe empfangen. Der Geist wohnt schon in uns. Und er soll uns lehren, wie wir beten sollten. Aber er tut es auch. Und jeder wahre Christ spürt dies als wahre Sohn Gottes. So viele Male konnte ich nicht richtig beten, habe ich nicht mehr gewusst, wie ich beten sollte. Und der Heilige Geist hat mir dazu befähigt. Er ist mir zu Hilfe gekommen. Er hat mir geholfen. War dies auch deine Erfahrung? Ja oder nein? Dies gibt Ausschlag, ob du wahrlich errettet worden bist oder nicht. Ein drittes Merkmal ist, wir beten
in Harmonie mit Gott. Weil er hat uns, wie wir letztes Mal aus Römer 8, Verse 18 bis 25 festgestellt haben, er hat uns in Harmonie mit sich selbst gebracht. Er hat uns seine Prioritäten gegeben. Die Dinge, die ihm wichtig und entscheidend sind und köstlich sind, uns auch entscheidend und köstlich gemacht worden. Die anderen Dinge sind, bleiben uns von weniger Bedeutung, weil sie sind ihm auch seine Perspektive nach auch wertlos. Dies ist auch wahr hier. Wir können ableiten, aus was wir hier in Verse 26 und 27 haben, dass wir gemäß Gottes Wille beten, obwohl auf keine perfekte Weise, obwohl wir uns so schwach fühlen, weil wir beten mit, in aller Ernst für die Dinge, die da vorkommen, in Verse 18 bis 25, und zwar, wir warten auf die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Wir sind nicht perfekt, wir leben in einer verfluchten Welt wegen des Sündenfalles. Und deswegen haben wir, leben wir noch in unvollkommenen Leiber. Und durch unser Leiber sündigen wir noch, weil wir wegen unseres sündhaften Fleisches dienen wir Gott einerseits echt, ja, aber auf keine perfekte Weise, weil wie Paulus es erfahren hat, laut seiner Erklärung in Römer Kapitel 7 hat er immer mehr geseufzt. Ach, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Wenn ich Gottes Wille tun möchte, dann sündige ich. Nicht mit Absicht, weil ich will seinen Wille tun, weil ich will ihm gefallen, weil ich liebe ihn wahrlich mit einer der neuen Liebe seit der Zeit, dass er mich errettet hat, weil jeder wahre Sohn will doch sein Papa gefallen. Und er ist doch unser Papa-Vater. Aber wir merken immer mehr, das Straucheln und Stolpern wir in der Sünde. Und dies kommt auch eigentlich indirekt ans Licht aus Verse 26 und 27. Wir seufzen vor Gott. Wir haben gelesen, wir seufzen danach, um unsere verherrlichte Leiber zu empfangen. Haben wir letztes Mal gesehen, aus Römer 8. Weil dann werden wir bei Jesu Christi Wiederkunft unsere neue Leiber empfangen. Und dann werden wir perfekt und vollkommen sein. Dann werden wir kein sündhaftes Fleisch mehr haben. Dann werden wir Gott auf eine vollkommene, perfekte Weise dienen. Ohne in der Sünde zu straucheln, zu stolpern. Und wir finden das Wort Seufzen hier auch in Vers 26, aber dieses Mal auf diese Weise. Ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Worauf dies ankommt, ist Folgendes. Wir beten selber, aber dann kommen wir zu einem Punkt, wo wir merken, wir können nicht weiter, es gibt ein tiefes, überwältigendes Verlangen tief in uns. Oh Gott, himmlischer Vater, lass die Wiederkunft Jesu Christi doch stattfinden, bald. Komme doch bald, Herr Jesus, auf den Wolken. Wir wollen perfekt gemacht werden und wir merken, wir haben nicht mehr die Worte, um unsere Gefühle und unser Ernst, unser Verlangen zum Ausdruck zu bringen. Aber wir beten ernstlich, dann kommt der Geist, der in uns wohnt. Und er lässt uns seufzen. Wir seufzen. Oh, 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 lass dies doch stattfinden. Es ist nicht, dass der Heilige Geist unabhängig von uns betet. Er lässt uns beten. Er lässt uns seufzen. Deswegen, der Geist tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Wie wunderbar hast du dies erfahren. Mehrmals konntest du nicht an, dann hast du vor Gott einfach gesagt, oh, oh, lass dies doch stattfinden, ich habe nicht mehr die Worte, aber der Geist in dir, als treuer Geist Gottes, hat dies stattfinden lassen und Gott hat dies richtig interpretiert. Dies ist, was wir auch erfahren. Dies steht doch geschrieben,
dass der Heilige Geist lässt uns auf eine gottgewollte Weise beten, in Übereinstimmung mit Gottes Wille. Und zwar, ich mache euch jetzt heiliger und heiliger. Ich schenke euch eine Mächt, eine Hoffnung, die wächst und wächst, um bald zu mir zu kommen. Und deswegen bereitet ihr euch vor, durch dass ihr immer heiliger lebt und auf mich vertraut dafür. Aber dann lesen wir doch hier in Vers 27, was unser Gebetsleben betrifft. Der aber die Herzen erforscht, dies ist Gott, der Vater. Er kennt die Herzen, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Was das der Geist Gottes, der in mein Sohn wohnt, in meine Sehne wohnt, vorhat, was er meint, warum er sie auf diese Weise seufzen lässt. Ich weiß es, weil der Geist ist mit mir im Einklang, wie der Herr Jesus Christus auch mit mir im Einklang ist und bleibt. Gott weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er, der Heilige Geist, tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Wie es Gott entspricht, wie Gott es haben will. Weil er hört von Gott, dem Vater, von Gott, dem Sohn, was Gott haben will. Dies hat er in der Vergangenheit gehört, weil er gehört doch zur Heiligen Dreieinheit. Und er hat gehört, oh mein Sohn, du sollst zur Erde gehen, wir sollten diese Menschen retten aus dem Sündenslamm. Ich will sie für mich bekommen, für mich selbst, als meine heilige Söhne und Töchter, um mir zu gefallen. Um mit mir im ersten Liebesfest drin zu sein. Und du wirst es ja auch bekommen, oh mein Sohn, oh Sohn, meine ewige Liebe. Der Heilige Geist hat dies gewusst. Er weiß noch alle die Dinge, die wir hier behandelt haben aus Römer Kapitel 8, Verse 18 bis 25. Und er lässt uns gemäß all diese Aspekte eintreten, ja in Übereinstimmung mit Gottes ewigen Rat, als Gottes ewiges Verlangen. Und dies merken wir. Wir beten nicht über die Dinge, worauf es nicht ankommt. Die Dinge, wir beten auf keine selbstsüchtige, egoistische Weise, um die Dinge für uns selbst einfach auszunutzen. In unseren Sünden, wie Jakobus es geschrieben hat. Nein, wir sind in der Sache drin, als die wahre Söhne Gottes, umgewandelt zu diesem Ziel und sich für ihn. Und wir wollen heiliger werden, wir wollen vorbereitet sein für Jesu Christi Wiederkunft. Er sollte uns immer mehr standhaftes Ausharren schenken, weil er ist der Gott, der dieses Merkmal hat. Er harrt aus bis zum Ende, bis wir bei ihm sein werden. Wir haben doch vom standhaften Ausharren gelesen, so ernstlich. Wir harren aus, in aller Ernst, wir rennen als Gottesathleten auf seinen Rennbahn. Sein geistiger Rennbahn, wie Christus laut Hebräer Kapitel 12, Vers 1 bis 3, immer schneller, immer mehr ernst. Je mehr wir mitbekommen, wie häufig wir noch sündigen. Und dies ist, was hier geschrieben steht. Es kommt darauf an. Er tritt für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht, gemäß all diese Dinge. Wunderbar. Bist du errettet worden oder nicht? Hast du diese Merkmale? Ist dies, wie du betest, oder betest du als egoistischer Mensch? Um die Dinge nur für sich selbst für dich zu bekommen. Die Zeit geht so schnell vorbei. Wir müssen noch so tief graben und minen hier. Und mehr und mehr der Merkmale der Gebete der Christen mitzubekommen. Die Aspekte davon. Wie unsere Gebete geprägt sind. Wir haben noch nur einen Anfang damit gemacht. Aber wir müssen wieder aufhören, weil dieses Thema, weil dieser Aspekt so entscheidend ist, werden wir eher nächstes Mal damit weitermachen. Studiere dies gut aus deiner Bibel und sei ganz ehrlich mit dir. Betest du für Dinge, bloß irdische Dinge hauptsächlich, oder sehnst du dich mit absoluter Sehnsucht danach, um wie Christus gemacht zu werden, um Gott und Christus zu gefallen, diese Weltzeit, hier und jetzt, für dort und dann, ist dies, worüber du eigentlich betest, und du kannst kaum anders, obwohl du es so, in so viel Schwachheit machst, aber dann merkst du wieder, wie du gestärkt wirst dadurch, dazu durch den Heiligen Geist. Und es gibt auch
eine Fortschreitung diesbezüglich. Es wird immer mehr so. Je mehr wir merken, Jesu Christi Wiederkunft rückt näher. Ach, lass uns auf den Herrn vertrauen, um jeder von uns zu zeigen, bin ich wahrlich errettet worden oder noch nicht? Bin ich wahrer Sohn Gottes oder noch nicht? Im Licht, wie ich bete oder wie ich nicht bete. Möge Gott uns da, euch auch dazu befähigen. Bis zum nächsten Mal. Gottes Segen euch diesbezüglich. Maranatha.